meine Freunde, moin zusammen. Ich grüße euch zu diesem Video. Danke fürs Einschalten, herzlich willkommen. Ich hoffe, ihr hattet bis jetzt ein schönes Wochenende. Und wir legen direkt los. Ich habe ein paar News, über die wir gemeinsam diskutieren müssen, rausgesucht. Als erstes haben wir hier den Unionsfraktionschef Ralf Brinkhaus. Und der eine oder andere wird ihn kennen. Meiner Meinung nach ein absoluter, ja, Merkel-treuer Mann. Und ich kann ihn ganz, ganz oft nicht nachvollziehen. Er ist auch ziemlich cholerisch, so habe ich ihn bei zahlreichen Reden im Bundestag wahrgenommen, wo sein Kopf dann immer ordentlich rot anläuft, wenn er sich über Themen echauffiert und nicht auf einer angenehmen Basis diskutiert, wie ich finde. So, und jetzt hat er aber was Anständiges gesagt, das muss man ganz klar festhalten. Zitat: Der Staat muss sich auch wieder zurücknehmen, sobald die C-Krise nämlich vorbei ist. Erstens, die C-Krise wird nicht enden. Darüber sind wir uns alle im Klaren. Wir laufen hier ganz klar auf die, ich habe nicht mehr mitgezählt, 27. Welle oder was weiß ich hinaus. Und dementsprechend, der Herbst wird hardcore. Der Herbst wird wirklich heftig. Das wissen wir alle, dass dann die Zahlen wieder logischerweise hochgehen werden. Und das große G wird nicht wirklich das gebracht haben, was man erzählt hat und so weiter und so fort. Es ist schier irrational. Und genauso muss man doch jetzt hier sagen, wenn ein Ralf Brinkhaus jetzt hier so etwas fordert, ne, dass der Staat sich wieder zurücknehmen muss, er ist doch jemals als Unionsfraktionschef, der maßgeblich mit Merkel und anderen Regierungsvertretern der CDU/CSU dafür verantwortlich ist, was die letzten Jahre, und bei Merkel sind es nunmehr die letzten 16 Jahre, gemacht wurde. Das glaubt doch keiner. Das Schlimme ist, das werden viele glauben. Das Schlimme ist, das werden viele glauben, die nämlich dann wieder sagen, ja Mensch, da hat er doch recht, das ist doch so, wir sind doch alt genug, wir können uns doch genug hier selber vertreten und auf uns aufpassen. Ja, ja, das stimmt, das ist gut bei der CDU, die machen das schon. Wenn das jetzt hier so publik ist, dann wird das auch passieren. Aber wisst ihr Leute, die letzten 16 Jahre nochmal haben doch was anderes bewiesen. Was ist passiert? Es ist passiert, dass einfach der Nanny-Staat immer weiter sich etabliert hat, immer größer geworden ist, dann natürlich auch viel, viel teurer für uns alle geworden ist. Und das Ganze geht ja eigentlich schon vom Nanny-Staat in die Nanny-EU über, sodass die EU ja für uns Bürger hier entscheiden soll, was denn gut ist und was schlecht. Ich kann es nicht mehr hören, ich finde es einfach nur noch schlimm. Aber schreibt eure Meinung unten rein. Und das nächste Thema spielt auch so ein bisschen auf den Nanny-Staat mit einher. Da haben wir nämlich hier den Ministerpräsidenten Kretschmann von den Grünen aus Baden-Württemberg. Und er hat sich ja vor 3 Wochen schon bei der Flutkatastrophe unten in Ahrweiler und in den anderen Orten dazu geäußert, dass man doch eine Pflichtversicherung haben sollte, wenn man ein Haus besitzt. Und ganz genau geht es hier um eine spezielle Versicherung, die Elementarschäden versichert, also eine Elementarversicherung. Und die sollte doch in Deutschland jeder Bürger, der eine Immobilie hat, haben. Und so heißt es nämlich hier in der Welt, Zitat, viele Opfer der Hochwasserkatastrophe waren nicht ausreichend gegen die Fluten versichert. Baden-Württembergs Ministerpräsident kündigt nun einen weiteren Versuch an, eine Pflichtversicherung gegen sogenannte Elementarschäden durchzusetzen. Er möchte das Ganze bei der nächsten oder der übernächsten hier im Herbst Vorstoß bei der Ministerpräsidentenkonferenz einbringen. Und da muss man doch einfach klipp und klar sagen, also die Leute, und ich habe mit vielen Leuten, als ich unten im Katastrophengebiet war, gesprochen, die sind sich der Gefahren da unten bewusst, neben einem Fluss, in einem Flussbett oder sonst wo da unten zu leben und können das auch einschätzen. Das, was aber nicht gemacht wurde, dass sie nicht rechtzeitig gewarnt wurden, dass natürlich auch zahlreiche Maßnahmen nicht ergriffen wurden etc. pp. Sprich, eine staatliche Fehlleistung oder gar keine Leistung, die erbracht wurde. Ansonsten würde ja jetzt auch nicht zum Beispiel gegen den Landrat von Ahrweiler ermittelt werden von der Staatsanwaltschaft, dass da vielleicht etwas nicht ganz richtig gelaufen ist, dass da ein Versäumnis stattgefunden hat. Und dementsprechend, wer da unten leben möchte, der muss das für sich entscheiden und sagen, ja, ich wohne hier wunderschön an einem Fluss, aber ich bin mir auch der Gefahr dessen bewusst und versichere mich oder aber nicht, ich gehe dieses Risiko ein. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn es kann doch nicht sein, dass der Nanny-Staat jetzt ankommt und sagt allgemein, jo, jeder Immobilienbesitzer in Deutschland braucht jetzt diese Elementarversicherung, damit sich das überhaupt rechnet und rentiert. So, und derjenige, der jetzt sagt, ich habe jetzt ein Haus hier oben auf dem Berg, der muss sich auch mit Elementarversicherung rumschlagen, muss die auch bezahlen, damit die Leute, die unten im Tal wiederum wohnen, damit die geschützt sind, weil bei ihm
wird dir bestimmt nichts passieren. Die Wahrscheinlichkeit ist ja deutlich geringer. Und das kann doch mal wieder einfach nicht sein. Weil das ist ja ein Wegschieben der Politik, hier speziell im Fall Kretschmann, der Verantwortung und auch der Präventionsmaßnahmen. Weil sinnvoll wäre es, und dafür plädiere ich ja schon seit Wochen, dass endlich mal sinnvoll vorgegangen wird, wie beispielsweise die AfD es in einem Antrag vor 3 Jahren schon gestellt hat, im Landtag hier in NRW speziell, dass man sagt, wir investieren jetzt in präventive Maßnahmen, so zum Beispiel Dämme müssen gebaut werden, andere Wasserspeicher vorkommen und so weiter und so fort, damit, wenn nochmal so starker großer Regen kommt, welcher? Zitat von den Leuten, die ich auch unten dort getroffen habe. Meine Großmutter, sagte ein älterer, ein Herr, 50 Jahre werde ich ihn schätzen, meine Großmutter hat schon dafür erzählt, 1900 irgendwann, 20er Jahre oder was weiß ich, gab es hier schon solche Vorkommnisse. Das ist nichts Besonderes. Aber es wird jetzt aktuell ja alles mit dem Klima ja, zusammen verschmolzen und versucht darauf einzugehen. Nächstes Thema. Sind wir hier bei CO2, ne? Schöne Überleitung wieder hier bezüglich Klima. Kaum ein Flugpassagier will für seine CO2-Emissionen extra zahlen. So heißt es nämlich jetzt hier in der Überschrift in der Welt und weiterhin. Die Lufthansa ermöglicht heute schon klimaneutrales Fliegen. Gegen Aufpreis kann sich jeder Passagier an den Kosten des sauberen Kerosins beteiligen. Doch das Interesse an dem freiwilligen Programm ist verschwindend gering. Ja, surprise, surprise. Wer soll sich das denn auch leisten können? Wer soll das denn auch bezahlen können? Man muss doch hier mal wirklich die Kirche im Dorf lassen. Das betrifft dann wieder solche grünen Wähler, die sich dafür aussprechen und die viele davon wirklich sehr gutes Geld verdienen oder bekommen. Das ist je nachdem unterschiedlich. Und dementsprechend gar keine Probleme damit haben, diesen Aufpreis zu bezahlen. Aber was passiert dadurch? Der Mittelstand, wie du und ich, wie wir hier sind, wir werden nicht mehr die Möglichkeiten haben, irgendwann das zu bezahlen. Und das ist ja nicht nur, das beginnt jetzt von mir aus im Bereich Flugzeug. Das geht aber dann über, denkt an mein Video, heute im Olli Reddit-Kanal erschienen, beispielsweise SUV-Fahrer sollen mehr Steuern bezahlen, beziehungsweise sollen mehr für ihren Parkplatz bezahlen. In der Stadt Tübingen hat der Bürgermeister von Tübingen, der Boris Palmer, von den Grünen gefordert. Anstatt, wie viel waren es? 30 Euro im Jahr? 360 Euro im Jahr, glaube ich, war es. Haut mich nicht auf die Beträge fest. Oder 300 Euro im Jahr. Und dementsprechend, das kann doch nicht sein, dass der eine so besteuert wird und der andere so. Das ist doch eine ganz, ganz krasse Entwicklung. Denn klar, für jemanden, der 100.000 Euro im Jahr verdient, sind 300 Euro jährliche Parkgebühr ein anderes Verhältnis als für jemanden, der vielleicht 20.000 Euro im Jahr verdient. Das ist doch die Krux an der Sache. Aber wir sehen wieder, es geht in solch eine Zweiklassengesellschaft und in eine Zweiklassenpolitik, die hier ganz klar das Credo ist und die Lösung ja auch oftmals für viele darstellen soll. Was ich absolut, es ist verachtend der Mehrheit in diesem Land gegenüber. Und damit schafft man wirklich eine Spaltung der Gesellschaft. Dann nächster Punkt, und wir haben gestern im Livestream auch schon darüber gesprochen, ganz interessant, denn in der letzten Woche haben ja verschiedene Demonstrationen in Berlin, auch wenn sie verboten wurden, Demos werden verboten. Finde ich absolut rechtlich, kann ich das nicht nachvollziehen. Weil vor 2 oder 3 Wochen hat ein CSD mit zigtausenden Zuschauern und Teilnehmern stattgefunden, wo, wenn man sich die Fotos und Videos dort der Presseberichterstattung auch anguckt, einfach auch keine Schutzmaßnahmen, Masken etc. getragen haben. Nebenbei gesagt, Masken in der frischen Luft, in der Öffentlichkeit, sind aktuell auch nicht vorgeschrieben. Hier wird das Ganze vorgeschrieben. Also Widersprüche en masse. So, und dementsprechend, weil wenn man sich dann auch die RKI-Zahlen dazu anguckt, wie sehen denn die Infektionszahlen aus an der frischen Luft? Ja, die sind so verschwindend gering, es gibt noch nicht mal eine Statistik dazu. Also ich habe keine aktuelle mehr gesehen. So, und jetzt auf den Punkt zurück. Der UN-Berichterstatter möchte ein Sonderermittlungsverfahren oder wie sich das Ganze nennt, hier hat er gestartet und möchte nämlich eine Aussage von der Berliner Polizei dazu haben bezüglich der Gewaltvorwürfe. Weil ich habe auch darüber berichtet und man hat beispielsweise bei Boris Rauschuster und auch anderen Vereinberichterstattern bei YouTube gesehen, was für eine Gewalt auf der Demonstration herrschte. So dass zum Beispiel ältere Damen mit 60, 70 Jahren geschätzt, grauen Haaren, auf dem Bürgersteig gerissen wurden, umgeschubst wurden, weggestoßen wurden.
Und da frage ich mich wirklich, ist das verhältnismäßig? Meiner persönlichen Meinung nach ist es das nämlich nicht. Besonders in Anbetracht dessen, wie ich gerade ja ausgeführt habe, dass Maskenpflicht nicht besteht. Und allerhöchstens ist das eine Ordnungswidrigkeit. Das heißt, das kostet 20, 30, 40 Euro Verwarngeld und dann sollte das Thema durch sein. Aber mit was für einer Gewalt hier vorgegangen wird, finde ich sehr, sehr krass. So heißt es jetzt aber dazu schon in der Welt. Berliner Polizei weist Gewaltvorwürfe von UN-Berichterstatter nämlich zurück. Und ein UN-Experte untersucht Vorwürfe übermäßiger Gewalt der Berliner Polizei bei einer Demonstration gegen die C-Politik. Diese reagiert und sagt, unmittelbarer Zwang sei Gewalt und ist auch mit all seinen Bildern dennoch Teil unseres Rechtssystems. Ja, also das ist schon eine Aussage, die finde ich schon sehr, sehr krass. Und wenn man sich dann die Kommentare hierzu da auch anguckt, Leute, was ist hier los? Was ist hier los? Wir merken einfach, dass jegliche Kritik, und deswegen kann ich jeden verstehen, ich lese ja sehr, sehr viele Kommentare von euch. Ich lese sehr viele Kommentare und in den Livestreams sprechen wir wirklich sehr ausführlich über verschiedene Themen. Und ich lese dann, ich möchte mich nicht öffentlich äußern, ich habe Angst vor Repressalien in der Gesellschaft oder im Beruf. Ich möchte nicht auf Demonstrationen gehen, dort gesehen werden. Ich habe auch Angst vor der Polizei oder ähnliches. Ich habe auch Angst, dass ich da von anderen Gruppierungen angegriffen werde, etc. pp. Und es muss ja einen Befehl für die Polizei gegeben haben, auf einem CSD nicht zu agieren, wenn die Leute dort ohne Masken rumlaufen. Und es muss ja auf der anderen Seite einen Befehl gegeben haben für die Polizei, dass durchgegriffen wird, wenn dort Leute ohne Masken unterwegs sind. Und ne, merkt ihr? Diese Zweiklassengesellschaft, wieder diese komplette Spaltung, die hier passiert, für die Leute, die an den C-Maßnahmen und der Regierung kritische Meinungsäußerungen ausdrücken, sei es in Wort, in Bild oder halt in der Variante, dass sie auf die Straßen gehen, das ist offensichtlich nicht erwünscht in unserem Merkel-Deutschland 2021. Schreibt eure Meinung gerne dazu unten rein. Denke, heute Abend machen wir wieder einen Livestream. Müssen wir über Soylent Green sprechen, über den Film. Und einer flog übers Kuckucksnetz. Ich konnte nämlich beide gestern nicht gucken. Die sind nämlich beide nicht mehr in der Flatrate enthalten bei Amazon Prime. Vorgestern waren sie es noch, als sie mir empfehlen hat. Schade. Egal, heute Abend Livestream. Nicht vergessen, haut rein. Bis zum nächsten. Danke fürs Zuschauen. Kommentare unten reinschreiben. Alles bleibt scheiße und ciao.